Morgen, wir befinden uns gerade auf dem Weg Richtung Hamburg, um dann umzusteigen auf die Fähre nach Helgoland. Und zwischendurch ist sehr viel passiert, aber dazu gleich mehr. But they just bring a gentle breeze. You're always there to guide me through. I got no fear when I'm with you. No summer storm can bring us down. Together we'll be safe and sound. Wir sind jetzt in Hamburg angekommen. Da hinten hinter uns ist das Boot, mit dem wir gleich nach Helgoland fahren werden. 9000 PS wurde mir gesagt, das ist eine unbestätigte Quelle, also ich habe vergessen nachzugucken, deswegen weiß ich nicht ganz genau, jetzt wird es hier ein bisschen lauter, weil da gerade ein Schiff anlegt. Und seitdem ich das letzte Mal gefilmt habe, sind ein paar Tage vergangen. Der letzte Tag war, als ich mit dem Auto gefahren bin in Berlin und es ist etwas passiert. Wir wollten ja eigentlich, ich habe ja auch den Wagen gefilmt, mit diesem Multivan, mit diesem Bus nach Hamburg fahren, da wir dort alle reinpassen würden. So, jetzt sind wir mit dem Tiguan und einem alten Golf nach Hamburg gefahren. Und zwar hat das den Grund, dass der Bus geklaut wurde. Und zwar auf der Nacht von dem Tag, als ich Autofahren war, zur anderen Nacht, als wir abfahren wurden, ist einfach so, der Schaden. Das erste Mal seit der Karriere dieses Busses, sage ich mal, der hatte noch überhaupt nicht viele Kilometer runter, stand der Bus vor der Haustür. Normalerweise steht er immer in dieser Garage da drin und da wird er halt rausgeholt an die Ostsee. Das erste Mal steht er vor der Haustür und er wird geklaut. Meine alte Jacke war drin, deswegen bin ich jetzt hier ein bisschen neu bekleidet. Und meine weißen Kopfhörer, aber das ist halb so schlimm, die haben 16 Euro gekostet. Und das Gummiboot war auch noch drin. Das ist eigentlich das Schlimmste. Nein, aber einfach so, von einer Nacht auf die andere wurde der Bus geklaut. Irgendwie haben die den angemacht und das Witzige war, genau danach kam dieser Skandal mit den Schlüsseln raus. Allerdings stand auf der Liste nicht der Bus, warum auch immer, aber die haben das wahrscheinlich auch mit abgefangenem Funksignal gemacht und den Bus geknackt. Ich bin wie gesagt mit zwei Autos hier gefahren. Ist halt ein Schaden, aber ist alles versichert und so. Das passt. Und jetzt fahren wir hier am Hamburger Hafen gleich los mit diesem Express Richtung Helgoland. Aber ist wirklich extrem ärgerlich, weil ich bin nämlich so an dem Abend gegen Nacht, so gegen 2 Uhr nachts schlafen gegangen und habe eigentlich nichts gehört. Und ich habe auch noch ein Foto aus dem Fenster gemacht mit meinem neuen Handy, weil ich es einfach testen wollte. Und leider ist das Foto ein bisschen zu weit oben gewesen, dann hätte ich gesehen, ob da der Bus noch da stand. Ich denke mal, die müssen ja, wie die das gemacht haben, eigentlich ist da ja auch eine Fahrsperre drin, dass der nicht einfach losfahren kann ohne Schlüssel. Eine Sache ist ja reinkommen, die andere ist ja auch danach loszufahren. Und ich habe da jetzt natürlich nicht drauf geachtet, aber ich hatte das Fenster offen, wenn da draußen irgendwas Komisches passiert wäre. Und dann ist mein Großvater um 3:30 aufgewacht. Das heißt, der Bus wurde wahrscheinlich geklaut zwischen 2 und 3:30. Dann würde ich mal sagen, fahren wir los. We'll be safe and sound. We'll be safe and sound. Wir befinden uns jetzt auf dem Schiff Richtung Helgoland. Und jetzt mal was ganz Unpassendes. Wir waren vor ein paar Tagen wieder in diesem geilen Restaurant, das so ein bisschen chinesisch aussieht. Und zwar ist das in Timmendorf mitten auf dem Wasser gebaut. Da gehst du über einen langen Steg dorthin. Da habe ich ein bisschen mit meinem neuen Handy gefilmt in 4K-Qualität. Leider hat mein Handy keinen Stabilisator drin. Deswegen ist es ein bisschen verwackelt, aber die Qualität ist auf jeden Fall super. Und das werde ich euch jetzt ganz kurz einblenden. Ich nehme jetzt hier im gestochen scharfen 4K auf mit meinem neuen Handy, das Sony Xperia Z5. Wir sind jetzt heute in Timmendorf, gehen nachher noch in ein very special Restaurant. Da filme ich natürlich noch ganz kurz. Und hier, so sieht es hier aus.
Habt ihr gerade meine Hand gesehen? Ich bin mal gespannt auf die Qualität, die die Videos haben werden. Ich glaube, die haben keinen Stabilisator. Das wackelt ganz schön. Und da hinten, da, ja. Deswegen werde ich auch mit der Kamera hier nicht aufnehmen, weil die, wie gesagt, keinen Stabilisator hat. Da gibt es Rolex. Eine Rolex für 33.000 kaufe ich mir auch jeden Tag. Also ich weiß nicht, selbst ich habe ja nicht so viel Geld, aber selbst wenn ich so viel Geld hätte, würde ich es dann wirklich für eine Rolex 33.000 ausgeben? Was würdet ihr machen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Also ich glaube, das wäre mir irgendwie zu blöd. I'm dancing on a back alley, shaking off my inner fears. I can feel you right behind me, and that is all I need. You're always there to guide me through. I got no fear when I'm with you. No summer storm can bring us down. Together we'll be safe and sound. We'll be safe and sound. Wir waren jetzt gerade in dem Restaurant hinter uns. Das Restaurant Wolkenlos am Timmendorfer Strand und es ist relativ lecker. Das letzte Mal waren wir ein bisschen enttäuscht, aber diesmal war es alles wieder so, wie wir es uns vorgestellt haben, und deswegen werden wir jetzt da wieder öfter hingehen. Ist sehr speziell, denn es steht, wie man hier nochmal sehen kann, mitten auf einer Plattform hier an der Ostsee. Ich hoffe, man versteht mich. Ein bisschen Wind und da hinten geht gerade die Sonne unter. Und jetzt gibt es hier nochmal die Sonne von Timmendorfer Strand. Aber jetzt geht erstmal weiter hier Richtung Helgoland. We'll be safe and sound. Try your best to hide it, but I know he's on your mind. You don't have to be psychic to see you leave me behind. Wer den Vlog gesehen hat, in dem ich in Hamburg war, der weiß, das hier ist eines der reichsten Viertel in Hamburg. Und der weiß auch, oder der kennt da hinten dieses Airbus-Werk. Bis hier sind wir nicht gefahren, aber bis da hinten, das ist schon ein bisschen weiter her. Also es wurde, wie gesagt, 9000 PS, richtig schnell. Und es ist auch ein Katamaran, das heißt, da steht nur auch so zwei Hälften, die sozusagen übers Wasser greifen. Wir essen auch zwischendurch noch, also hier gibt es auch Getränkeversorgung, Essensversorgung. Und dann sage ich, jetzt auf jeden Fall sehen wir uns in Helgoland wieder. Ich melde mich jetzt doch nochmal ganz kurz aus Cuxhaven, hier scheint auch die Sonne. Und das ist der letzte Halt vor Helgoland, bevor wir dann auf die offenen Gewässer fahren. Sehr ruhige See tatsächlich. Und da unten sieht man die Leute alle warten. Ah, sitzen schön, gucken den Schiffen zu. Sieht sehr gemütlich aus. Und wir sind so gegen 12 da. Halbe Stunde. Na, dreiviertel Stunde. But I loved you first. I was the one who was there for you. I loved you first. I turn around and you go. I loved you first. Telling me I didn't care for you. But I loved you first, and baby, I know that you know. 'Cause I loved you first. I loved you first. That's why it hurts. I loved you first, first, first. Girl, I know we're far from perfect, and I may have let you down. I still think that we're worth it. How
Now we got you turned around. Weil erst am Wochenende wieder schön. Ah ja. Ab morgen regnet's. Ja, weil du deinen Teller nicht auf isst. Viel Wind und kalt soll's werden. Wir haben jetzt da unser Gepäck abgegeben. Das wird vom Hotel abgeholt. Kleine Menschenmassen machen sich auf den Weg Richtung Helgoland. Ja, es ist schon hauptsächlich Tourismus, der hier ist. Ich denke, Leute, die hier wohnen, da gibt es nur sehr wenige, aber gibt es natürlich auch strahlende Sonne. Ist jetzt hier da hinten, da ist die Insel mit den Robben und wo man an den Strand gehen kann. Und da oben ganz viele Menschen, da kann man einmal rumgehen. Da ist Obergeschoss sozusagen. Und da sieht man nochmal Helgoland leider. Wie gesagt, kleine Menschenmaßen machen sich auf den Weg, eine kleine Insel zu besuchen. But I loved you first. I was the one who was there for you. I loved you first. I turn around and you go. I loved you first. Telling me I didn't care for you. But I loved you first. Maybe I know that you know. Cause I loved you first. I loved you first. That's why it hurts. I loved you first, first. Like way, 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 way before here. You should stay and play and don't worry about here. Like I really hope you well, like I really, really do. No word of a lie, girl, that's really, really true. How you gonna do what I taught on that? How you gonna wear what I bought on that? How you gonna bring up how we fought like that? Like nah. Let me take that back, let me take it to a place that we've been in. I was on the bottom of this game and now I'm winning. Like man on top, fit things all around, cause the tune is. Wir sind im Zimmer ganz oben, das Zimmer heißt Gottland und dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz rein und machen eine ganz kleine Roomtour. So, rein. Ganz kurz Roomtour, hier ist das Bad mit der Schiebetür verbunden. Ein epischer Wasserhahn, eine Toilette, eine Dusche, ein Spiegel, ein Schrank, eine Kaffeemaschine, ein Fenster, noch ein Fenster und ein Flachbildschirmfernseher mit einer alten Mappe. So, ich weiß nicht, nach Bema, was wir heute machen, aber ich würde mal sagen, wir sehen uns dann, wenn wir das nächste Mal, also wahrscheinlich noch Abendessen gehen. Ein bisschen rumtalken. Talking. I only want you if it's all I do. Like putting this down so we get through. Here's all my truth, here's all my truth. And I'm never sick of place cause I loved you. First. Cause I loved you first. I loved you first. And that's why it hurts. I loved you first. Die anderen waren jetzt gerade alle in so einer Kneipe und da gab es aber nur Suppen und so. Da habe ich mir so einen Toasty geholt von Kochlöffel. Ich weiß nicht, ist es eine Firma, die es auch woanders gibt? Kann ich nicht sagen. Aber schmeckt auf jeden Fall gut. Und von hier oben, wir sind gerade mit dem Fahrstuhl hochgefahren, da hinten, da sieht man schön die andere Insel. Da gibt es noch keinen Flugplatz und Strand und Sand und Meer. Und da werden wir dann morgen hingehen. So, da hinten, da ist der Strand. Da ist es jetzt leider unscharf wegen dem Fikat. Da ist der Flughafen da. Warte mal, da hinten, da ist das Terminal, das da, das hintere Gebäude da. Jetzt wird es so unscharf, das ist dumm. Und auf der Seite, die man gerade nicht sieht, da hinten, da sind die Robben. Und da kann man mit einem kleinen Boot rüberfahren und schaut euch mal dieses, so einen Blick an. Ist schon geil. Und da sind wir gerade mit dem Fahrstuhl gekommen. Und jetzt geht's wieder runter. Und zwar über diese Treppe. Denn Fahrstuhl kostet auch, na gut, pro Person 60 Cent ist jetzt nicht viel. Ist auch gesund, mal Treppen zu laufen. Gell? Ich muss mich auch noch umgewöhnen mit dem Handy. Wenn ich mit dem Handy filme, das kann ich ganz kurz sagen, ich filme noch mit dem Handy, weil ich nämlich bei meiner Filmkamera, die hängt gerade im Zimmer, um eine Timelapse zu erstellen. Und ich filme gerade mit dem Handy.
Und der hat kein, ja, dieses Handy hat keinen Weitwinkel. Das ist, vor allem, wenn man 4K filmt, geht es noch weiter zusammen. Und deswegen muss ich meine Hand ganz weit weg halten, damit ich überhaupt drauf bin. Ein bisschen hier in den Liegestuhl gefällt und hier hat man den vollen Überblick. Uns gehört übrigens alles noch zu einem Hotel über die Stadt und da oben, da geht es auch noch hoch und da geht man auf der anderen Seite des Berges wieder runter. Da sind dann noch Strandkörbe und etc. Und hier kann man wirklich, Entschuldigung, weil ich ein bisschen wacker, aber das ist mein Handy. Da kann man jede einzelne Person beobachten. Mal mit dem Roller unterwegs hier. Hat wie gesagt kein Objektiv, aber es ist doch, die Qualität ist doch voll gut, dass man eigentlich so ranzoomen kann. Es geht bei einer Handy schon nicht mehr. Es wird schon verpixelt. Wie gesagt, 23 Megapixel und ich nehme gerade 4K auf. Das ist da unten ist mal mit einem Eiswagen. Ich kann mir wirklich ganz rüber gucken auf der anderen Seite des Berges. Da hinten sind noch Strandkörbe, wo man sich reinsetzen kann. Und heute Abend werden wir erstmal hier essen. Und ich sag mal, mit noch mal einer schönen Timelapse verabschiede ich mich von diesem Tag und wir sehen uns morgen wieder auf die Insel zum Strand, zu den Möwen und ins Wasser. Ich bin mal gespannt, wie warm die Nordsee ist, weil die Ostsee ist nicht wirklich warm. Und Nordsee ist immer ein bisschen kälter, aber wie gesagt, bis morgen, jetzt gibt's noch eine schöne Timelapse.